Wir schließen heute das Buch Josua ab. Wir kommen zu den Kapiteln 23 und 24. In Kapitel 23 beruft Josua ganz am Ende seines Lebens die Führerschaft Israels. In Kapitel 24 werden alle Stämme versammelt nach Sichem, zum sogenannten Landtag in Sichem. Da finden wir die feierlichen Abschlussworte Josuas. Man könnte sagen, es handelt sich hier um das Testament Josuas. Bruno, könntest du uns Kapitel 23 vorlesen? Eine solche Abschiedsrede an die Führer, an welches Kapitel könnte das einen erinnern im Neuen Testament? Timotheus. Dort ist es ein persönlicher Brief an eine Person, aber jetzt ähnlich wie hier eine Abschiedsrede an eine Führerschaft. Jesus an seine Jünger. Ja, zum Beispiel. Johannes 14 bis 16. Oder Paulus an? Als die, als er sich von den Ephesern verabschiedet, jetzt vertraue ich euch Gott und seinem Wort der Gnade. Ja, den Ephesern. Wen genau? Den Ephesern. Den Ältesten von Ephesus, ja. Also, dort kommt so etwas Ähnliches zum Tragen. Ein Führer wie Josua, dort der Apostel Paulus, da sind es die Ältesten Israels, dort die Ältesten der Gemeinde in Ephesus. Und zwar sehr feierlich, diese Abschiedsrede, denn Paulus sagt auch, quasi was er als sein Werk in Ephesus getan hat. Da erzählt Josua auch, was er getan hat, was er erlebt hat, wie er die Hilfe des Herrn erlebt hat. Und so wie Josua dann auch über die Zukunft spricht und die Missstände, die kommen werden, das hat das der Apostel Paulus auch getan. Wir können das kurz aufschlagen. Apostelgeschichte 20. Ab Vers 17 wird berichtet, wie er die Ältesten der Versammlung von Ephesus nach Milet kommen ließ. Und dann kommt diese Abschiedsrede. Ab Vers 17. Ja, also vielleicht wir können nicht alles lesen, aber daraus heraus Vers 26 bis 30. Bis 32, ja? Wer möchte lesen? Ja. Manfred? 26. Deshalb bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin vom Blut aller, denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen, und dass aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt darüber, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Jawohl. Die Parallelen gehen eigentlich noch weiter. In Josua 23 wurde bereits angetönt die Zerstreuung Israels. In welchen Versen nämlich? Ihr werdet weggerafft aus dem guten Land, das er euch gegeben hat. Jawohl. Das ist also Vers 16. Vers 16 und schon Vers 15, nicht? Am Schluss. Ja. Bis er euch aus diesem guten Land vertilgt hat.
Das hat sich ja dann erfüllt, zunächst bei der Wegführung der 10 Stämme durch die Assyrer, dann durch die Wegführung der 2 Stämme nach Babylon und noch dramatischer im Jahr 70 durch die Wegführung Israels, die Zerstreuung unter alle 5 Kontinente. Und wenn wir das vergleichen mit der Apostelgeschichte 20, Paulus spricht davon, es werden verderbliche Wölfe in die Gemeinde hereinkommen, die der Herde nicht schonen. Ja, was geschieht, wenn Wölfe unter Schafe kommen? Dann führt das zu einer Zerstreuung. Also das Auseinanderreißen der Gläubigen, Zerstreuen und dann falsche Irrlehren bringen. Männer, die verkehrte Dinge reden und Jünger hinter sich her abziehen. Das hat er ganz feierlich angekündigt, das wird kommen. Und Josua hat auch angekündigt, wenn sie nicht treu am Worte Gottes festhalten, dann wird diese Zerstreuung unweigerlich kommen. Josua erinnert in diesem Kapitel in manchen Ausdrücken an solches, was Gott ihm selber früher gesagt hat. Ist das jemandem beim Lesen aufgefallen? Kapitel 1, Vers 7. Wo siehst du, mit welchem Vers hier, siehst du dort die Parallele? Mit Vers 6. Gott hat doch in Kapitel 1, Vers 7. Ja. Nur sei es hier stark und mutig, dass du darauf achtest zu tun, nach dem ganzen Gesetz, welches mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, zur Rechten noch zur Linken, auf das es dir gelinge, überall, wohin du gehst. An diesem Vers dachte ich mir. Ja, und jetzt lies nochmal Vers 6 hier, Kapitel 23. Ja, so haltet denn sehr fest daran, alles zu beobachten und zu tun, was in dem Buche des Gesetzes Mose geschrieben ist, dass er nicht davon abweichet, zur Rechten noch zur Linken, dass er nicht unter die Nationen komme, diese, die bei euch übergeblieben sind, und den Namen ihrer Götter nicht erwähnet. Ja, also vor allem Vers 6, ganz wörtliche Übereinstimmungen finden sich da mit Kapitel 1. Das, was Gott ihm einmal gesagt hatte, wie viele Jahre früher? 30 Jahre früher, mit 80. Das hat er so zu Herzen genommen und erlebt, dass er es dann als Sterbender mit 110 Jahren so weitergeben kann. Das war keine Theorie, das hat er erlebt, dass es sich lohnt, weder nach rechts noch nach links abweichen und wirklich die Bibel ganz zentral. Das heißt, die Landnahme Israels hat 30 Jahre gedauert? Eigentlich weniger, aber jetzt Josua hat 30 Jahre darüber hinaus noch gelebt, so ja. Kann man sagen. Die Landnahme selber hat sich erstreckt eigentlich über 14 Jahre. Und wir haben ja hier gelesen, Kapitel 23, Vers 1, und es geschah nach vielen Tagen, nachdem der Herr Israel Ruhe geschafft hat, vor allen seinen Feinden ringsum. Also das macht einen zeitlichen Abstand zu den eigentlichen Eroberungen im Buch Josua. Aber jetzt kommt das große Problem, hier am Schluss von Josua, der Übergang der Generationen. Und das ist immer eine Krisenzeit. Das ist nur so als Anregung für Bibelstudium, dem einmal nachzugehen, wo die Generationen wechseln in der Bibel. Weil diese Problematik, die hat jede Zeit wieder neu. Wie geht das bei diesem Übergang? Und das ist ganz entscheidend, dass wir Leute haben wie ein Josua, der nicht nur einfach alles in seinen Händen festhalten will, sondern bereit ist abzugeben. Aber Verantwortung zu übertragen und durch sein Beispiel eben andere zum Gleichen anzuspornen. Das ist ganz entscheidend. Aber wir erleben das immer wieder in einzelnen Gemeinden, wenn die Generationen wechseln, dass es dort schwierig werden kann. Oder auch Missionswerke, da baut jemand etwas auf und er kann es nicht loslassen.
er kann es nicht aus der Hand geben. Aber eben der Übergang ist ganz, ganz wichtig. Josua wusste, ich habe meine Aufgabe erfüllt und jetzt müssen andere. Aber Josua selbst hat auch nicht für einen Nachfolger gesorgt, wie sagen wir Mose, indem er Josua gefördert hat, soweit es in seiner er nicht den Befehlen von Gott gehorchte. Nein, bei Mose hatten wir gesehen, 5. Mose 34, dass er sogar Josua mit Handauflegung bestätigt hat. Also da gab es in dem Sinn eine Sukzession, ja, eine Nachfolge. Und Josua sollte gefürchtet, geachtet werden wie Mose. Aber nachher finden wir keine Sukzession mehr. Sondern er spricht einfach die Ältesten, die Häupter, die Richter, die Vorsteher an. Und da können wir auch eine Parallele ziehen. Ich meine, dass Josua diese Autorität hatte, dieses Gewicht wie Mose, war nötig, denn es war die Zeit der Landnahme. Das war also in dem Sinn dieser ganz kritische Übergang. Aber jetzt kommt das Leben im Land und offensichtlich war es nicht in Gottes Plan, dass es da nochmals eine gleiche Autorität geben sollte, als Sukzession, als Nachfolge. Im Neuen Testament ganz parallel, der Herr hat 12 Apostel ausgewählt, im Blick auf die 12 Stämme Israels. Und ein Apostel, Paulus, im Blick auf die Heidenvölker. Aber es gibt keine apostolische Folge. Die haben keinen anderen Leuten die Hände aufgelegt und sie quasi als Nachfolgeapostel eingesetzt. Und außer von Stephanus als Ersatz für Judas. Matthias. Ja, da war aber ein für der 12. Ja. Denn es brauchte die 12 als Zeugnis für die 12 Stämme Israels. Aber keine Nachfolge der 12, beziehungsweise von Paulus. Und die ganze Sukzessionslehre der Päpste, das ist alles eine viel spätere Erfindung. Also, es war nicht Gottes Plan, dass es weiter solche Leute geben sollte, sondern die Autorität in den einzelnen Gemeinden, die sollte weiter bestehen durch Älteste. Aber selbst da finden wir nicht Anweisung, dass die Älteste die nächsten Generationen hätten durch Handauflegung gewissermaßen apostolisch eingesetzt werden sollen. Wir finden nämlich im Neuen Testament nur, dass Paulus selber Älteste eingesetzt hat. Wir können das schnell aufschlagen. Das ist schon noch wichtig. Apostelgeschichte 13, 14. Auf der ersten Missionsreise sind einige Gemeinden entstanden. Dann kehrte Paulus mit Barnabas zurück, um sie zu befestigen. Liest jemand Kapitel 14, Apostelgeschichte 14, Vers 23. 22 und 23. Indem sie die Seelen der Jünger befestigten und sie ermahnten, im Glauben zu verharren, und dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Als sie ihnen aber in jeder Versammlung Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen dem Herrn, an welchen sie geglaubt hatten. Jawohl. Befahlen sie dem Herrn. Also es heißt, sie, Paulus und Barnabas, haben in jeder Versammlung, in jeder Gemeinde Älteste gewählt. Nicht die Gemeinde hat sie gewählt. Also hatten diese Ältesten eine gewisse apostolische Autorität, dadurch, dass sie von dem Apostel Paulus eingesetzt waren. Dann finden wir ein anderes Beispiel. Auf Kreta wurde Titus als Abgesandter und Vertreter des Apostels geschickt, um Älteste einzusetzen. Titus 1. Vers 5. Deswegen ließ ich dich in Kreta, dass du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen.
jemand untadelig ist, eines Weibes Mann, der gläubige Kinder hat und nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder zügellos sind. Die nicht ausschweifen, ja. Die nicht zügellos sind. Denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig, nicht zornmütig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehen, sondern gastfrei das Gute liebend, besonders gerecht, fromm, enthaltsam, anhangend dem zuverlässigen Worte nach der Lehre, auf dass er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Jawohl. Also das ist die zweite Stelle von dem ganzen drei über Ältesteneinsetzung im Neuen Testament. Da wird also Titus im Auftrag, im Namen des Apostels beauftragt, dies zu tun. Auch wieder dort nicht die Gemeinde, die Gemeinden setzten ein, sondern die Autorität kam von oben. Und dann gibt es noch eine dritte Stelle, Apostelgeschichte 20, die haben wir gerade gelesen. Da hat Paulus den Ältesten von Ephesus gesagt, sie sollen die Herde Gottes hüten. 20, Vers 28. In welcher euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten. Der Heilige Geist setzt ein. Das heißt also, biblisch gesehen haben wir zwei Seiten der Einsetzung. Eine war sichtbar durch die Apostel, die andere war unsichtbar durch den Heiligen Geist. Dann sehen wir aber, die Apostel selber haben keine Nachfolger eingesetzt. Die apostolische Generation ist gestorben. Der letzte war übrigens wohl Johannes, der Apostel Johannes, der um 100 oder 101 gestorben ist. So spät. Keine Nachfolger. Und auch keinen Hinweis in den Briefen des Neuen Testaments, dass hier eine Sukzession weitergehen sollte. Also dass die von den Aposteln eingesetzten Ältesten, die sollen wieder Älteste durch Handauflegung einsetzen, sodass man eine Fortsetzung hätte bis ins 20. Jahrhundert. Die Kette gibt es nicht. Also, was bleibt? Dass der Heilige Geist selber Älteste einsetzen kann. Aber die müssen die Kennzeichen von Titus 1 tragen. Und es gibt noch eine Liste in 1. Timotheus 3. Dadurch weisen sie sich aus, dass sie wirklich dieses moralische Gewicht von Ältesten haben, durch ihr Leben. Und dann ist es nötig, dass die Gemeinde es anerkennt. 1. Thessalonicher 5. Vers 12, kann das jemand lesen? Wir aber bitten euch, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und unter euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen, dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Also hier haben Sie gelesen, die im Herrn vorstehen, die soll man anerkennen. Das ist nicht das gleiche wie wählen, aber anerkennen. Die haben die Kennzeichen von Titus 1 und 1. Timotheus 3 und das macht deutlich, sie sind vom Heiligen Geist eingesetzt. Aber wir haben nicht mehr diese Autoritäten von Aposteln. Und so haben wir diese gleiche Übergangskrise. Die große Autorität Josua fiel weg. Die großen Autoritäten, die Apostel, fielen weg. Und dann bleibt das Wort. Darum hat auch Paulus den Ältesten gesagt, ich befehle euch Gott und seinem Wort an. Das haben wir gelesen, Apostelgeschichte 20. Ja? Ich hätte eine Frage, habe ich schon oft darüber nachgedacht, und nie eine Antwort darüber gefunden. Der Heilige Geist, ist es eine Person oder der Geist Gottes? Und wo geht es aus der Bibel hervor? Ah, gut. Weil das ist ja gerade im Zusammenhang mit der Einsetzung von Ältesten. Also ohne, dass wir groß vom Thema jetzt abkommen wollen. Ausschüttung Heiliger Geist ist was anderes, aber auch in ja gut, der Heilige Geist, eine Person oder nicht. Die Frage ist, was ist eine Person? Wenn wir definieren, eine Person ist jemand, der denkt, handelt und fühlt.
Dann ist der Heilige Geist eine Person, denn der Heilige Geist setzt Älteste ein. In 1. Korinther 12, Vers 13, Vers 11, er teilt geistliche Gaben aus, wie er will, hat einen Willen. In Epheser 4, Vers 30 wird gesagt, betrübet nicht den Heiligen Geist, mit welchem ihr versiegelt worden seid. Wenn der Heilige Geist betrübt werden kann, dann hat er Empfindung. In Römer 15 wird er genannt, der Geist der Liebe. Dann die Frage, ist der Heilige Geist Gott? In Apostelgeschichte 5, in der Geschichte von Ananias und Sapphira, sagt der Apostel Petrus, Ananias, warum hast du den Heiligen Geist belogen? Ein paar Verse weiter sagt er, nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Dann ist der Heilige Geist Gott. Und in Hebräer 9, Vers 14 wird er genannt der ewige Geist. Also ist er ewig, so wie Gott ewig ist, ohne Anfang, ohne Ende. Und in Hiob 33 bezeugt Elihu, der Geist Gottes hat mich erschaffen. Dann ist der Heilige Geist Schöpfer, genauso wie der Vater und der Sohn. Und darum kann man sagen, war also in dieser Hinsicht die Lehrentscheidung von Nicäa 325, die war absolut richtig. Dass dort, und dann auch die von Konstantinopel 381, wo ganz klar entschieden wurde, dass die Bibel lehrt, dass es einen Gott gibt, aber dass sowohl Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist wahrhaftig Gott ist. Und Bezeichnung, ob Heiliger Geist oder Geist Gottes, es gibt noch viele, viele andere Bezeichnungen. Der Geist der Weisheit, der Geist der Erkenntnis, der Geist der Kraft und so weiter. Das sind einfach verschiedene Bezeichnungen, wie es auch für den Vater ganz verschiedene Namen gibt, wie es auch für den Sohn hunderte von Namen gibt. Ja, doch, die katholische Lehre geht ja zurück auf die Bibel selber. Also nicht etwas Besonderes für die katholische Kirche, sondern das ist das, was die Bibel lehrt, dass es einen Gott gibt, aber drei Personen in der Gottheit. Denn sowohl der Sohn wird Gott genannt, 1. Johannes 5, Vers 20, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Sowohl der Vater wird so genannt, das ist klar. Und auch der Heilige Geist. Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Nun. Eine letzte Frage. Ist es hierarchisch zu sehen? Oder bei Gott ist doch der Ja. All diese Fragen, die sind in der Kirchengeschichte längst eingehend, sind die schon in den ersten Jahrhunderten durchgearbeitet worden. Und dabei muss man Folgendes denken. Es ist ja bekannt, dass die frühe Kirche Verfolgung erlebt hat von der Zeit der Apostel, 65 nach Christus, bis 312. Das ist dann Konstantin. Aber es ist nicht so bekannt, dass in der gleichen Zeit ist die Kirche, die Gemeinde, überflutet worden von Irrlehren. Und ganz besonders Irrlehren in Bezug auf die Person, in Bezug auf Gott, in Bezug auf den Sohn Gottes, in Bezug auf den Heiligen Geist und so weiter. Und es ist ein absolutes Wunder, dass eigentlich all diese Angriffe in der großen Mehrheit der Christenheit abgewehrt worden sind. Das ist also ganz, ganz eindrücklich, wenn man denkt, wie viel Verworrenes und Verirrtes es in diesen Jahrhunderten schon gegeben hat. Aber all diese grundlegenden Fragen in Bezug auf die Lehre, wer ist Gott, ist Klarheit geworden. Und schon ganz früh hat Tertullian übrigens, dieser Rechtsgelehrte um 200 nach Christus, hat diesen Ausdruck Dreieinheit geprägt, Trinitas. Daher kommt der Ausdruck Dreifaltigkeit oder Dreieinigkeit, ich ziehe vor Dreieinheit. Denn man kann zu dritt kann man sich einig sein, aber ist man noch nicht eine Einheit. Ja? Also Dreieinheit. Das hat Tertullian geprägt, diesen Ausdruck, er kommt in der Bibel nicht vor. Aber um zu zeigen, dass die Bibel eben das lehrt, Gott ist einer,
Er hat so gesagt, dass Gott est unum, non unus. Unum sächlich, eines, nicht einer. Also Gott ist nicht eine Person, aber ist einer, ein Wesen, aber in drei Personen. Und das ist schon eindrücklich. Das war eben gerade, die Apostel sind gegangen und die Kirche ist mit ihr Lehren überschwemmt worden. Es ist so vieles schiefgegangen, aber da, wo Menschen sich an Gott, sein Wort und an seine Gnade geklammert haben, da haben sie überwunden. Und da kann man sich also fragen, bei Josua, warum hat Gott nicht einen Nachfolger für Josua gegeben? Dann wäre vielleicht die Katastrophe der Richterzeit nicht gekommen. Aber in der Richterzeit sehen wir, es gab immer wieder Menschen, übrigens dort sehr betont Männer und Frauen, die haben treu an Gottes Wort festgehalten und haben zu seiner Zeit, zu ihrer Zeit, dem Volk Gottes wieder helfen können. Und so war das in der Kirchengeschichte ganz gleich. Niemand hat irgendwie offizielle Autorität gehabt und dadurch helfen können, sondern Menschen, die wirklich wie ein Athanasius, wie ein Löwe, hat er gekämpft, aber wirklich aufgrund der Bibel gezeigt, Jesus Christus ist nicht ein Geschöpf, wie Arius gelehrt hat, sondern er ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben und er ist wirklich Mensch geworden. Also das ist sehr, sehr eindrücklich, diese ganze Parallele, der Abgang von Josua und der Abgang der Apostel. Und wie es keine formelle Autorität mehr gegeben hat, aber moralische. Und moralische Autorität ist dann sichtbar, wenn Menschen sich wirklich ans Wort halten und auch danach leben. Ja? Moralische Autoritäten finden wir in Hebräer 13, Vers 7. Gedenket eure... Warte noch, wir schlagen auf, das ist sehr, sehr gute Stelle. Sehr wichtig, was dort steht. Hebräer 13, Vers 7, sagtest du, ja? Gedenket eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben und den Ausgang ihres Wandels anschauend, ahmet ihren Glauben nach. Ich denke, das haben wir jetzt gerade bei Josua auch. Und dass wirklich der Herr uns solche Autoritäten noch erhält bis zur Entrückung, sehen wir in Vers 17, da geht es nämlich, gehorchet euren Führern und seid unterwürfig, denn sie wachen über eure Seelen, die da Rechenschaft geben sollen, auf dass sie dies mit Freude tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre euch nicht nützlich. Dann in Vers 24, grüßet alle eure Führer und alle Heiligen. Mhm. Ich denke, dass die Kirchengeschichte trotzdem noch kennzeichnet, dass der Herr uns immer wieder solche Diener noch erhalten hat. Und das ist eben wichtig, die positive Seite zu sehen. Warum hat Gott nicht durch die ganze Kirchengeschichte hindurch offizielle Autoriteten eingesetzt? Wäre das so gewesen, dann wäre eigentlich die Gefahr immer da gewesen von Mittlertum. Menschen, die zwischen uns und Gott stehen. Gott hat am Anfang der Kirche, zu ihrer Gründung, hat er Apostel eingesetzt. Das sollte genügen. Aber es sollte nicht dadurch der Eindruck entstehen, dass Menschen zwischen uns und Gott stehen. Also der direkte Zugang des Einzelnen durch den persönlichen Glauben an Gott, das ist eine der großen neutestamentlichen Wahrheiten. Und es kommt dazu, die Gefahr ist ja immer, dass jemand, der offizielle Autorität hat, die dann missbraucht. Ja, was sollen wir dann mit solchen Führern machen, die zu Machtmenschen werden? Nun, die erfüllen ja nicht mehr die Anforderungen von 1. Timotheus 3 und Titus 1. Und dann verlieren sie automatisch ihre Autorität. Der Papst hat sie bis jetzt noch nicht vermacht. Also er hat nur angeblich formelle Autorität. Und wo ist seine moralische Autorität? Ja gut, dann sind wir doch in einem großen Volk als Autorität. Ja klar, aber darum wäre wichtig zu zeigen, sie ist nicht formell, denn sie geht nicht zurück auf Petrus. Und
Zweitens, also die ganze Sukzessionslehre funktioniert nicht, der katholischen Kirche, geht nicht auf. Und zweitens hat er die moralische Autorität auch nicht, denn er ist ein Götzendiener. Man sieht eben die Entartung, wenn dieses System bestehen bleibt. Ja, ja nicht, genau, ganz genau. Und das Problem des Machtmenschen, es ist übrigens so gekommen. Wir haben gesehen, die Apostel haben Älteste eingesetzt. Paulus hat ja die Ältesten von Ephesus gerufen. Und die, zu denen sagt er, der Heilige Geist hat euch als Aufseher eingesetzt. Das macht klar. Älteste sind das gleiche wie Aufseher. Übrigens, auf Griechisch, Ältester heißt Presbyteros. Und Aufseher heißt Episkopos. Von Presbyteros kommt das Wort Presbyter und Presbyterianer, ja, Älteste. Und Episkopos hat im Deutschen gegeben das Wort, das E ist abgefallen, Biskopos, hat das Bischof gegeben. Und schon im 2. Jahrhundert hat man begonnen, das zu unterscheiden. Schon im 2. Jahrhundert hat plötzlich eine Ortsgemeinde, hat eine Reihe Ältester gehabt, aber ein Bischof. Das ist komisch, das haben wir im Neuen Testament nicht. Und plötzlich wird das verbreitet. Warum? Man wollte gewissermaßen die Macht konzentrieren, um die schweren Irrlehren, wie zum Beispiel die Gnosis, abwenden zu können. Und dann der nächste Schritt war, also das war also schon unbiblisch, man hat mit etwas Unbiblisches abwehren wollen. Der nächste Schritt war, man hat an einem Bischof in einer Stadt größere Autorität zuerkannt über ein größeres Gebiet mit Gemeinden. Und dadurch entstand dann das Patriarchat. Und im 4. Jahrhundert, im 5. Jahrhundert, 440, wurde dann der Bischof von Rom erklärt zum obersten Bischof über alle der ganzen Welt. Und damit war das Papsttum geboren. Aber es ist wirklich eine Verkettung, wie das so weitergegangen ist, von der Abweichung an im 2. Jahrhundert. Ja? Hat da auch vielleicht eine Rolle gespielt, die Briefe, die 7 Cent schreiben, die sich an einen Engel an der Gemeinde richten? Ja, man hat natürlich leicht quasi mit dem Engel der Versammlung sowieso das mit einer Person in Verbindung bringen können, aber selbst dort wird ja deutlich, der Engel wird ja angesprochen als eine Gruppe von Menschen. Denn der Herr sagt, spricht von euch in der Mehrzahl, so wird deutlich, dass der Engel ist nicht eine Person. Der Engel der Gemeinde ist nicht eine Person. Auf jeden Fall war das, haben wir auch schon diese Stelle benutzt, um quasi das die besonders Auserwählten damit stützen zu können, aber das geht vom Text her absolut nicht. Denn der Engel ist nicht eine Person, sondern ist die verantwortliche Masse der örtlichen Gemeinde, die wird als Engel bezeichnet. Noch etwas? Gut, aber wir wollen zu Josua zurück. Aber wichtig ist also Vers 6, so haltet den Seher fest daran, alles zu beobachten und zu tun, was in dem Buch des Gesetzes Moses geschrieben ist. Wenn Israel sich an das Wort gehalten hätte, wenn die Gemeinde sich von Anfang an ans Wort gehalten hätte, das wäre die Garantie gewesen für eine gute Fortsetzung. Weder nach rechts noch nach links. Also die Tendenz ist immer, entweder in dieses Extrem oder in dieses jenes Extrem. Was wir nötig haben, ist Gleichgewicht der Lehre. Das ist das Gesunde im Glauben. Dann wird gewarnt vor der Verbindung mit den götzendienerischen Völkern, die noch übrig geblieben sind. Lesen wir nochmals Vers 12. Kann das jemand lesen? Denn wenn ihr euch irgend abwendet und euch an den Rest dieser Nationen hängt, dieser, die bei euch übrig geblieben sind, und ihr euch mit ihnen verschwägert und unter sie kommt und sie unter euch, so wisst bestimmt, dass Jehova, euer Gott, nicht fortfahren wird, die
diese Nationen vor euch auszutreiben. Sie werden euch zur Schlinge werden und zum Fallstrick und zur Geißel in euren Seiten und zu Dornen in euren Augen, bis ihr umkommt aus diesem guten Lande. Jawohl. Also die Verbindung mit den Ungläubigen. Auch durch Heirat. Kirchengeschichtlich ist es auch ab dem 2. Jahrhundert so gewesen, dass mit Kirchenzucht war es am Ende, im 2. Jahrhundert schon. Es sind so viele in die Gemeinden hineingekommen, die waren gar nicht bekehrt und wurden trotzdem integriert. Und dann war aus mit Kirchenzucht. Also man konnte nicht mehr diese Vorgaben einhalten, wie Paulus das macht in 1. Korinther 5, dass wer diese und diese schweren Sünden begangen hat, dass er ausgeschlossen werden muss, das konnte nicht mehr durchgezogen werden. So war also die Verbindung mit, können wir sagen, mit der Welt. Da wäre die große Warnung im Neuen Testament, 2. Korinther 6, Vers 14. Reinhold, kannst du es vorlesen? Ich habe es nur äußerlich, ich glaube, Gott habe keine Gemeinschaft. Ja, oder wer kann gerade vorlesen? Nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Weiter? Ja. Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? In welchem Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an. Ich werde euch annehmen. Und ich werde euch Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Jawohl. Also dieses ungleiche Joch, das ist so klar, so deutlich hier betont. Das ungleiche Joch, das geht ja zurück auf 3. Mose 26, wo ich gebe die Stelle nachher noch genauer an, es sind nicht 26. 3. Mose 19, wo gewarnt wird, dass man nicht verschiedene Tiere zusammenjochen darf. Also ein Esel mit einem Ochsen. Ist ja klar, das hat auch nicht den gleichen Schritt. Und das wird nun geistlich übertragen im Neuen Testament. Wir dürfen nicht zusammengejocht sein mit Ungläubigen. Also, der Gottesdienst, da sind Ungläubige sind willkommen, um Gottes Wort zu hören, aber sie sind nicht Teil der Gemeinde. Und das wurde nicht eingehalten ab dem 2. Jahrhundert, und das hat zu dieser ganzen zum totalen Zerfall der Kirche und der Moral in der Kirche geführt. Und genau das Gleiche sehen wir im Buch der Richter, das nach Josua kommt. Das erste war Verbindung mit den Götzendienern, Ehen, die eingegangen wurden, und die führten zum Niedergang des Volkes Gottes. Ja, es ist eigentlich Zeit für eine Pause. Machen wir bis Viertel nach etwa. Nun, in Kapitel 24, wie gesagt, die Abschiedsrede Josuas an das Volk. Es ist feierlich, in dem Sinn, dass es die letzten Worte Josuas sind. Wo finden wir im Neuen Testament etwas Paralleles, wo Diener Gottes gewissermaßen so die letzten Worte weitergeben? Warum nicht gerade der ganze Timotheusbrief? Ja, warum nämlich, Claire? 2. Timotheusbrief. Paulus war sein Tod.
Ja, Paulus war in der Todeszelle. Er sagt in Kapitel 4, wie du sagst, ich habe meinen Lauf vollendet. Also er sah das Martyrium vor sich und gibt gewissermaßen in diesem Brief der Gemeinde ein Vermächtnis weiter, die letzten Worte des Apostels vor seinem Tod in Rom. Weiter, ein anderes Beispiel. Zweiter Petrusbrief, auch dort vor dem Martyrium schreibt er noch diesen Brief so gewissermaßen als Vermächtnis. Schreibt diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch. Ja. Und das Buch Josua endet dann auch effektiv mit dem Tod Josuas, Vers 29. Nicht nur mit seinem Tod, Vers 33, im letzten Vers stirbt der hohe Priester Eleazar, Sohn von Aaron. Und im Vers davor, Vers 32, wird ja nochmals erwähnt, Josef, der auch gestorben war in Ägypten, aber dessen Gebeine man ins Land Kanaan mitgenommen hatte. Also, das Buch endet eigentlich mit drei ganz wichtigen Dienern Gottes mit ihrem Tode. Aber man kann das Prinzip festhalten, Diener Gottes sterben, aber das Werk Gottes geht weiter. Das ist ganz wichtig. Mit Josua, mit Eleazar, es war nicht fertig. Das Werk Gottes ging weiter. Sie haben zu ihrer Zeit ihre Aufgabe erfüllt. Und das ist sehr wichtig, gerade wenn man das so erlebt, wie manchmal Leute, die vielleicht jahrzehntelang einem wirklich viel weitergegeben haben, prägend waren, die Sicherheit vermittelt haben und die sterben. Und jeden fragt man sich, jetzt, wie geht es weiter? Ja, die haben zu ihrer Zeit ihr Werk erfüllt, aber das Werk Gottes geht weiter. Es hängt nicht an den Werkzeugen. Wie ist die Rede Josuas aufgebaut? So grob gesagt. Er macht nochmal eine Rückschau, was Gott alles für dieses Volk getan hat. Das haben wir ja auch schon verschiedentlich erlebt. Und wir können durch die ganze Bibel hindurch immer wieder diese Beispiele von Rückschau zeigen, wo die Heilsgeschichte einfach erzählt wird. Also das ist etwas ganz Entscheidendes, die Heilsgeschichte immer wieder im Zusammenhang durchgehen. So können wir Gottes Handeln durch die verschiedenen Zeitalter hindurch erkennen und eben auch unsere Zeit besser einordnen. Und auch logischer Dank aufbauen. Ja, ja, ganz genau. Sonst kommt das nämlich, wenn man nicht weiß, was gewesen ist, vergisst man das Danken, oder? Jawohl. Wir leben in der sogenannten postmodernen Zeit. Und was ist in der Postmoderne wichtig? Dass es keine Zusammenhänge gibt. Das ist alles nur Fragment. Da ein bisschen, da ein bisschen, da etwas. Aber man hat kein Interesse mehr an Zusammenhängen. Das kommt übrigens daher, dass in unserer Zeit, in der jüngeren Vergangenheit, sind große Ideologien zusammengebrochen. Zum Beispiel die Linksideologie. Kommunismus ist alles zusammengebrochen. Da haben sich noch in den 60er Jahren, da waren junge Leute fanatisch, weil sie dachten, das ist nun wirklich die große Lehre, die fasst das Ganze zusammen in einem System, wir können alles verstehen, die ganzen Abläufe. Das hat sich alles als große Lüge erwiesen. Und jetzt sind die Leute, haben kein Interesse mehr an Zusammenhängen. Und darum eben auch kein Interesse an heilsgeschichtlichen Zusammenhängen. Man will höchstens ein bisschen das Gefühl haben Christentum und so, aber eben größere Zusammenhänge nicht. Und da ist es wichtig, dass das weitergegeben wird, wie Josua das weitergegeben hat. An diese Generation, die noch wirklich wollte dem Herrn dienen. Und nachher im Buch der Richter, schauen wir mal, Kapitel 3. Reinhold, du hast gerade in der Pause noch auf diese Stelle hingewiesen. Kapitel 2. Kapitel 2. Jawohl. 10, ja. In der Mitte. Also Vers 6 wird da auch nochmals berichtet, wie Josua das Volk entlässt und dann stirbt. 6 bis 8. Und dann Vers 10. Danach wurde ein anderes Geschlecht kam nach ihnen auf,
das Jehova nicht kannte, noch nicht das Werk. Lies doch noch Vers 10 am Anfang. Lies noch mal Vers 10 am Anfang. Doch das ganze selbige Geschlecht wurde zu seinen Vätern versammelt. Das ist also die Generation, die bei Josua noch zugehört hatte. Ja? Jetzt geh weiter. Und ein anderes Geschlecht kam nach ihnen auf, das Jehova nicht kannte und auch nicht das Werk, welches er für Israel getan hatte. Wo ist also der Bruch gekommen? Der Bruch kam bei dem neuen Geschlecht. Ja, bei der zweiten zur dritten Generation. Ja. Und die haben nichts mehr gewusst. Also was ist das Problem? Die Kommunikation von der zweiten zur dritten hat nicht funktioniert. Wo lag das Problem? Bei welcher Generation? Ja, die zweite hat der dritten nicht weitergegeben, denn die dritte Generation kannte den Herrn nicht. Hat die dritte Generation nicht mehr zuhören wollen? Oder was? Das wird uns nicht gesagt. Ich meine, das ist ja immer die einfachste Erklärung. Heute, die neue Generation, die will gar nicht hören. Im zweiten Buch Mose ist so eine Stelle, da geht es allerdings nicht um Israel, sondern um die Ägypter. 2. Mose 1, Vers 8, da stand ein neuer König über Ägypten auf, setzt sich fort in Kapitel 5, Vers 1 bis 3, wo er sagt, wer ist Jehova, dass ich dienen sollte? Ja, auch dort bei den Ägyptern gab es einen Bruch, da gab es eine Generation, die hatte das von dem Herrn erlebt. Ja. Nächste wusste nichts mehr davon. Und hier im Volk Gottes, die dritte Generation kannte den Herrn nicht mehr. Gut, und man kann sagen, ja, vielleicht wollten die einfach nicht hören, die wollten eben nur anderes Zeugs machen. Video und so gab es noch nicht, aber vielleicht anderes. Aber wir müssen uns natürlich nicht so aus dem Problem herauswinden. Die Frage ist effektiv, geben wir das weiter? Und zwar so, dass es die nächste Generation interessiert, dass sie das auch spannend finden. Es war ja auch ein ausdrückliches Gebot bei Mose, dass den Kindern das weitergeht. Ja, das haben wir doch in Josua 4 ausführlich behandelt, wenn die Kinder künftig fragen, was bedeuten euch diese Steine? Oder was bedeuten diese Steine? Dann, ist es in dem Zusammenhang nicht auch interessant, dass es heißt, Israel diente Jehova alle Tage Josuas und alle Tage der Ältesten, welche ihre Tage nach Josua verlängerten und die das ganze Werk Jehovas kannten, dass also doch immerhin ein Dienst da war, solange die noch da war, die Generation? Ja, eben, aber mit dem, dass dann die zweite Generation wegging, hörte der Dienst auf. Hört alles auf. Denn die nächste, dritte Generation kennt den Herrn nicht, hat keine Beziehung. Die haben zwar mitgemacht, das ist das Problem. Aber nicht wirklich gekannt. Mitgemacht, aber sie haben keine Beziehung gehabt. Und so können junge Leute auch, die können in die Gemeinde kommen und irgendwie machen sie mit und so. Aber die Frage ist, haben sie wirklich eine persönliche Beziehung zum Herrn? Dort ist der Punkt. Ja, und da werden wir, das ist unsere große Herausforderung. Wie können wir ihnen das rüberbringen, dass sie wirklich sich für das Werk Gottes interessieren und daran teilhaben wollen? Gut, was Josua zunächst vorstellt, ist, er geht zurück auf Tara, den Vater Abrahams, und sagt, schaut mal, es hat begonnen, unsere ganze Geschichte hat mit Götzendienst begonnen. Denn die Vorfahren, eben Tara und damit dann auch Abraham und Nahor, sie dienten anderen Göttern. In Ur, in Chaldäa, das war besonders die Stadt, wo der Mondgott verehrt wurde. Die große Zikkurat, dieser Stufenturm in Ur, ist noch heute zu sehen, wurde zur Ehre des Mondgottes gebaut. Aus diesem Hintergrund kam Abraham heraus. Aber Gott hatte sich ihm damals offenbart, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, Apostelgeschichte 7,1. Gut, und da hat alles begonnen. Aber Josua will deutlich machen, schaut, wir sind ein Volk, das aus dem Götzendienst herauskommt. Und genauso, ihr habt es immer vor euch, unser Vorfahre, unser Vater Abraham kam aus dem Götzendienst, er hat bewusst diesen Götzendienst verworfen. Wie können wir wieder zurückkehren? Das ist doch so unlogisch. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, dass eben solche der vorigen Generation, die können der Neuen sagen, schaut mal, das und das, das haben wir alles leider auch schon ausprobiert. Uns hat nichts gebracht.
Wollt ihr wieder zurückkehren und die gleichen Erfahrungen machen wie wir? Das ist überzeugend, wenn das aus dem Leben echt gesprochen wird. Schaut mal, ich habe es ausprobiert, das und das, hat nichts gebracht. Müsst ihr gar nicht auch noch ausprobieren. Das nützt nur nichts. Jeder selber ausprobieren. Jeder will partout, jeder will in die gleiche Pfütze gefallen sein. Ja gut, aber das ist ja der Punkt, Gott möchte uns auch davor bewahren. Darum hat er uns zum Beispiel auch das Buch Prediger gegeben. Wo ein Mann, der so viel Geld hatte, wie wir uns nicht mal träumen könnten, das einmal zu sehen, Salomo beschreibt, schaut, ich habe das ausprobiert. Das war alles ein Haschen nach Wind. Eitelkeit der Eitelkeiten. Also völlig inhaltslos. Und dann am Schluss sagt er, fürchtet das Endergebnis des Ganzen, lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Ja? Ich finde, es ist sehr schön, dass Josua in seiner Beweisführung, also zurück in die Vergangenheit, nicht bei Abraham stehen bleibt, wie die Juden damals zur Zeit Jesu. Indem sie sagten, Abraham ist unser Vater, sondern eben Josua geht zurück bis zu Tara. Mhm. Das heißt, nicht nur das, was damals geschehen ist, das ist ein einmaliger Akt, sondern wir leiden alle praktisch an dieser Blutvergiftung. Das heißt, alle an demselben, dass wir tot sind in Sünden und in Übertretungen, also im Neuen Testament ja, ja. gesprochen. Und ich finde, da muss man sich einfach doch wirklich an die Brust klopfen. Das zeigt die Gefahr an, wenn schon bei Tara, ja, wir sind so quasi auch nicht besser. Das heißt, diese Warnung, die Josua hier abgibt, ist eigentlich auch aktuell auch heute in unserer Zeit. Ja, eben, ich meine, auch bei Abraham selber könntest du auch sagen, die Bibel stellt ihn ja auch nicht einfach dar als der gläubige Mann, sondern auch von ihm zeigt sie, er war ein Götzendiener. Und sie zeigt auch, wie er zum Glauben gekommen ist und selbst dann noch so vieles falsch gemacht hat. Das wird einfach wahr geschildert. Das ist übrigens ein starkes Argument für die Glaubwürdigkeit der Bibel. Denn in altorientalischen Texten findet man genau das Gegenteil. Und die Bibel ist ja eigentlich auch ein altorientalischer Text, oder? Aber schaut mal, bei den Assyrern, die schreiben immer nur ihre Erfolge auf. Aber ja, keine Misserfolge. Und zum Beispiel sogar der Fall mit Sanherib. Von ihm hat man ja mehrere Stelen gefunden, so Prismen. Ja, da hat er alle seine Kriegsheldentaten aufgeführt und wie er das Land Juda erobert hat und schreibt aber alle diese Städte auf und bis nach Lachis, was er alles erobert hat. Und das wurde dann in einem Stadttor unten in den Fundamenten vergraben, damit dann künftige Generationen einmal sehen könnten, welche Helden die Assyrer waren. Und man hat gefunden, und da schreibt er drauf, zum Beispiel, Hiskia, den König, schloss sich in Jerusalem ein wie ein Vogel im Käfig. Ja, nun der gute Leser, der sich etwas überlegt, sagt sich, ja, hat ihn eingeschlossen. Und hat er Jerusalem erobert? Kein Wort davon. Er hat ihn nur eingeschlossen. Ja, aber was ist denn geschehen? Warum hat er alle anderen Städte erobert, aber Jerusalem nicht? Kein Wort davon. Er schreibt nur seine Heldentaten auf. Aber er gibt nicht zu, was geschehen ist, dass der Engel des Herrn 180 oder 185.000 Mann erschlagen hat und er schimpflich abziehen musste. Das ist typisch. Man schreibt nur das Gute auf. Und die Bibel schreibt selbst den Vorfahren Abraham, stellt ihn nicht so dar als Held, der über allem steht, der nur Gutes getan hätte. Überhaupt nicht. Einfach die Wahrheit. Und das ist es ja. Wahrheit, das hilft der nächsten Generation. Nicht indem wir idealisieren. Alles eigentlich von der besten Seite beleuchten. Sondern wir können ruhig wahr sein und auch die Missstände in unserer Mitte zugeben. Aber zeigen eben, Abraham wurde herausgeführt aus dem Götzendienst. Und jetzt ist die neue Generation gefordert, Vers 14, eben sich ganz klar zu entscheiden. Und nun, das ist die Schlussfolgerung. Also erzählt nicht einfach Geschichten, Heilsgeschichte, um Geschichte zu erzählen, sondern jetzt die Schlussfolgerung. Und nun, was ziehen wir für Konsequenzen daraus? Fürchtet den Herrn und dienet ihm in Vollkommenheit und in Wahrheit.
und eben all die Götter weg. Die Götter in Ägypten und die Götter aus Mesopotamien und die kanaanitischen Götter. Das sind die Götter der Amoriter. Mit allen hat Israel zu tun gehabt. Es ist interessant, dass hier gesagt wird, und in Ägypten gedient haben. Die Zeit in Ägypten, in der Sklaverei, das war nicht eine so ideale Zeit, wo Israel einfach in der Not war, aber sonst war es ein treues, gläubiges Volk. Nein, die haben den ägyptischen Götzendienst mitgetrieben. Also Israel hat alles mitgemacht. Mesopotamien, Kanaan, ägyptischer Götzendienst. Alles, da wo sie waren, haben sie sich der Kultur angepasst. Das war immer das Modernste, da wo sie gerade waren. Und das müssen wir unserer neuen Generation auch zeigen. Sie denken, ach, so wie man jetzt lebt, das ist so quasi letzte Weisheit. Das ist modern. Und sie denken gar nicht dran, dass man damals beim goldenen Kalb zum Beispiel, da dachten sie auch, hallo Aaron, wir sind doch nicht von gestern, oder? Das ist heute modern, diese Art. Also müssen wir Ihnen zeigen, Israel hat in jeder Zeit so quasi das Gefühl gehabt, diese Art zu leben, das ist nun die Art, die gute Art, die moderne Art. Aber das ist alles veraltet. Und auch unsere Zeit, in 100 Jahren werden die Leute sagen, was, sie sind so komisch rumgelaufen, so altmodisch. Also, so kann man die eigene Zeit relativieren, indem man eben große Zeiträume überschaut. Und merkt, die haben früher genau die gleichen Probleme gehabt, wie wir heute im Prinzip. Ich habe eine Frage. Was spielt das Buch Josua eigentlich für eine Rolle in den Synagogen heute? Spielt das überhaupt eine Rolle? Denn dann müsste das Volk doch wissen. Und müsste doch auch sein Schicksal, was es hinter sich hat, verstehen können. Ja, ich meine, Josua spielt ja an, auch besonders auf 5. Mose 28, das war noch im Kapitel 23, hat er ja gesagt, so wie der Segen jetzt gekommen ist, kein Wort ist hingefallen, so wird auch der Fluch kommen, wenn ihr nicht hört. Das ist 5. Mose 28. Und dieses Kapitel wird in der Synagoge vom Chazan, dem Vorsänger, immer nur in gedämpfter Stimme vorgetragen. Man darf nicht laut. Also man ist sich bewusst der Tragik dieses Kapitels und der Flüche, wie sie sich erfüllt haben. Aber der nächste Schritt wäre jetzt, und was ist die Konsequenz daraus? Und dort hapert es oft. Und nun, wichtig ist in unserem Kapitel, Josua schließt gewissermaßen nochmals ein Bündnis. Vers 25. Er geht voran. Das ist typisch für einen guten Führer. Er sagt, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Vers 15 am Schluss. Er sagt, also ich habe mich entschieden, ich mache es so. Und das führt das Volk dazu, dass sie den gleichen Entschluss fassen. Vers 18 am Schluss, auch wir wollen dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Also ein Führer geht mit ermutigendem Beispiel voran. Und das führt nun zu einem Bundesschluss. Wo ist das geschehen? In Sichem, das ist heute Nablus. Wir sind also mitten im Westjordanland. Heute, ja. Westjordanland, das, was eben Israel von der ganzen Welt abgesprochen wird. Und wir haben das auch schon früher besprochen, Josua hat dann einen Stein aufgestellt, Vers 26, bei dem Heiligtum des Herrn. Was ist dieses Heiligtum des Herrn gewesen? Die Bundeslade. Die war aber nicht in Sichem zu der Zeit. Wo war die? Nein. In Silo, Josua 18, Vers 1. Dort war die Stiftshütte.
Und dann überrascht das das Heiligtum des Herrn in sich. Was war das? Der Bundesstein von Abraham. Ja. Hat er einen Stein? Abraham ist doch auch da begraben. In sich? Ein Stein war das später, oder was? Aber Abraham hat dort die Landverheißung bekommen. Ja. Gebaut, ja? Ja, wo ist das? 1. Mose 12. Vers 6 und 7. Ja. Wer liest 1. Mose 12, Vers 6 und 7? Und Abraham durchzog das Land bis zu dem Ort Sichem, bis zur Terebinte Mores. Und die Kanaaniter waren damals im Lande. Jehova erschien dem Abraham und sprach: Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute das selbst, Jehova, der ihm erschienen war, einen Altar. Ja, das war also ein Heiligtum unter offenem Himmel. Gewissermaßen ein Tempelbezirk. Eine Orakeleiche steht hier bei uns. Ah, das ist das Wort More, haben die mit Orakel übersetzt. Orakeleiche, ja. Ja, es heißt eigentlich die Terebinte More, ja. More heißt eigentlich auf Hebräisch Leer. Und dann hat das der Übersetzer bei Ihnen, was ist das? Bruns. Ach so, er hat das Wort Layer hat er aufgefasst gewissermaßen als Orakel, aber das ist gar nicht nötig. Einfach die Layer-Terebinte. Moment schnell, ich muss 26. Ja, ist das Wort Mikdash, Heiligtum, da in Vers 26, und das meint ein Heiligtumsbereich, also nicht ein Tempelhaus, sondern ein Tempel, quasi ein heiliger Bezirk. Das ist der Bezirk, wo Abraham seinen Altar hatte. Also da an dem Ort wird dieser Bund geschlossen und dieser große Stein aufgestellt. Also das Wort Heiligtum in Vers 26 ist Mikdash. Ja. Und das ist ein bezeichnet nicht das Tempelhaus im Allgemeinen, zum Beispiel später beim Salomonischen Tempel, sondern den Tempelbezirk. Ja. Und da kommen die beiden Bündnisse zusammen, das haben wir auch schon früher gesehen. Das Bündnis mit Abraham, das an keine menschliche Bedingung geknüpft war. Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und Josua wiederholt hier den Bund vom Sinai, der eben, was die Landverheißung anbetrifft, an Bedingungen geknüpft war. Wenn ihr treu seid, werdet ihr das Land besitzen. Wenn ihr untreu seid, wird der Herr euch aus eurem Land hinaus vertreiben. Und diese beiden Bündnisse kommen hier zusammen. Der große Stein, den man ja gefunden hat hier in Sichem, ich habe ja auch schon ein Bild gezeigt in der Bibelklasse. Dieser Stein kommt hier zusammen. Er symbolisiert, dass Israel, von was seine Verantwortung anbetrifft, kein Anrecht mehr hat auf das Land. Aber das Heiligtum Abrahams zeigt, Israel hat ein Anrecht aufgrund von Gnade. Wegen der Zusage an Abraham, die nicht an Bedingungen geknüpft war. Und nun, wenn die Welt heute Israel das Land abspricht, dann können wir sagen, ja, wenn es geht um die Verantwortung, habt ihr recht, hat Israel kein Anrecht. Aber wenn es darum geht, um Gnadenverheißungen Gottes, dann hat Israel ein Anrecht. Und so ist es genau für uns alle. Wir haben überhaupt, wenn es um unsere Verantwortung geht, haben wir von Gott überhaupt nichts zu erwarten, außer Gericht. Ewiges Gericht. Aber wenn es um Gnade geht, dann haben wir eben Vergebung und Erlösung zu erwarten, durch persönlichen Glauben an den Herrn Jesus. Also das ist ganz eindrücklich, wie das hier in Josua so zusammenkommt. Und dieser Stein gewissermaßen als Zeuge gegen Israel aufgestellt wird, da, wo wir aber auch das Zeugnis haben für die abrahamitische Gnade. Und zwar in einem Zustand, wo die fremden Götter ja in ihrer Mitte schon sind. Ja. Vers 23, ja.
das macht ja deutlich, dass, dass Israel da nicht völlig frei war von Götzendienst. Die mussten auch schon das wegtun. Und dass dieses Sichem hat noch eine Bedeutung, gerade in Verbindung mit den Göttern. 1. Mose 35. Da haben wir die Geschichte Jakobs. Liest uns jemand 1. Mose 35, Verse 1 bis 4. Und Gott sprach zu Jakob: Mache dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort. Und mache dort einen Altar dem Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau flohst. Da sagte Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren: Schafft die fremden Götter weg in eurer Mitte, die in eurer Mitte sind, reinigt euch und wechselt eure Kleider. Denn wir wollen uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen. Dort werde ich dem Gott einen Altar machen, der mir am Tag meiner Not geantwortet hat und der mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gegangen bin. Und sie gaben Jakob alle fremden Götter, die in ihrer Hand waren, und die Ringe, die an ihren Ohren hingen, und Jakob vergrub sie unter der Terebinte, die bei Sichem ist. Ist das nicht interessant? Dann haben wir die Terebinte in Sichem wieder. Und das Ereignis, wie Jakob nach all diesen Irrwegen, die er gegangen ist, zurückkommt ins Land Kanaan und die sich jetzt sagt, so, jetzt muss ich in meiner Familie endlich aufräumen. Es gibt noch so viele versteckte Dinge, die sind nicht vor Gott nicht in Ordnung. Und bevor wir wirklich in Bethel Gott anbeten können und ihm dienen können, müssen die Dinge verschwinden. Und die werden da in Sichem vergraben. Und da in Sichem später warnt Josua das Volk und sagt, tut die fremden Götter weg. Denn nur so können wir dem Herrn dienen. Ich habe mich entschieden, ich und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Und jetzt hat das Volk gesagt, ja, wir wollen das auch. Also zieht die Konsequenzen. Weg mit all dem Götzendienst. Aufräumen. Und wenn man an heute denkt, wie viele Männer tragen wieder Ringe in den Ohren? Ja, und es muss auch nicht nur sichtbare Dinge sein. Wenn wir wirklich unser Leben und unsere Familien durchstöbern und auch in den Gemeinden, wie viel Mist kommt heraus? Das eben so, wie hier in sich endgültig begraben werden sollte. Wir haben, wie gesagt, dann am Schluss diese drei Männer Gottes, die sterben oder gestorben sind. Josua, Josef, Eleazar. Und alle haben Israel große Rettung gebracht. Josua hat Israel gerettet im Kampf gegen die Kanaaniter. Josef hat Israel gerettet, indem er in Ägypten Brot geben konnte. Und Eleazar, der hohe Priester, hat durch seinen Tod gerettet. Nämlich welche Leute? Haben wir letztes oder vorletztes Mal durchgenommen? Ja, das sind die, die wegen Blutschuld. Ja, die Totschläger. Die gingen frei aus, wenn der hohe Priester gestorben war. Also, so endet das Buch Josua mit dem Tod des hohen Priesters. Und der Tod des Hohepriesters bedeutete Freiheit für die, die Blutschuld auf sich geladen hatten, durch Unvorsichtigkeit. Das ist eigentlich das naheste, direkteste Bild eigentlich für die Erlösung im Neuen Testament durch den Tod des Hohepriesters Jesus. Und so endet das Buch Josua. Wissen wir dazu aus? Hebräer 12, Vers 2. Hinschauend auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher der Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, auf dass er nicht ermüdet, indem ihr in euren Sinnen erwartet.